ist es wahr. Ich habe mir auch schon überlegt, es ist ja viel zu darauf zu sagen, was wir halt so finden. Die Sache ist halt, wir haben jetzt hier die zwei Helebarden schon. Diese Golem-Dinger. Wenn alle Stricke reißen, gehe ich einfach halt, keine Ahnung, 55 Vigor, 40 Endurance, 80 Stärke und chop the world. Chop, chop, chop. Job, 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 sagt er einfach so. Aha. Na, ich guck mal, wo es einen hintreibt. Ist ja definitiv auch keine schlechte Idee, erstmal zu gucken. 12.500 Seelen. Kann ich die zusammenkratzen? Wofür brauchst du so viele Seelen? Ja, zwei Dinge kaufen. Gucken nicht. Bevor du Seelen ausgehst, wir könnten mal bei Seelen vorher vorbeischauen. Ja, war nämlich bin ich bei der Magiehändlerin. Ja, das nannte sich ein. Wo ist sie überhaupt? Die steht, wenn du auf der Garde guckst, in dem mittleren Areal, wenn man von der See oder Drache drauf ist. Direkt nach rechts gehen, da haben wir diese Waypoint-Ruinen. Ja. In dieser Ruine drinne ist ein Areal unten und da steht, ist die Seele Ach drin. so, die, ja. Genau. Wir haben ja ihren Körper jetzt schon unten gefunden, in den Witchbane-Ruins, aber als Händler steht sie ja in den Waypoint-Ruins noch. Ist halt die Frage, wollen wir erst den Boss umbringen? Ist halt die Frage, ne? Auf der anderen Seite, sie wird wahrscheinlich nur Sorceries verkaufen, oder? Na, wahrscheinlich. Ja, aber kann man. Wohl. Ja, doch, könnte gut sein. Aber selbst da könnte ja noch was Spannendes dabei sein. Das heißt, die mal kurz aufzusuchen, sollte ja nicht das Problem sein. Ansonsten haben wir ja auch noch das Great Hero Grave Genau, von ist immer auch noch Limgrave. offen. Ich komme erstmal zu euch, oder seid ihr gerade noch ein bisschen rumlaufen zum... Gerade war noch keine Session. Ich laufe eh nicht so rum. Ich mache Ich alles. wollte erstmal wissen, wohin, bevor ich die Session aufmache. Dann mache Ja, ich jetzt hier mal auf. wie gesagt, können wir Seelen vorbeischauen? Was Ja, willst ich du bin denn jetzt kaufen? in der Nähe. Session ist offen. Mit einem anderen Spieler bei. Bevor wir halt den Boss nochmal angehen. Der hat sich ja machbar angefühlt von der Sache her, aber. Search Request Timed Out stand da. Oh. Wer muss neu starten? Du, deine Anfrage. Ich bin drin. Ah, Joining. Achso, wahrscheinlich, weil du gerade beigetreten hattest, habe ich einen Timeout bekommen. Zum Thema Ein Timeout, Timeout. mein Spiel hat sich gerade einfach ausgeschaltet. Ah! Aber tatsächlich erst, als er argumentiert hat, dass es an dir lag, dass es nicht funktioniert Naja. hat. Als ob es an mir liegen würde. Mal gucken, ob ich dadurch im Limbo lande. Er versucht jetzt zu verbinden. Ich vermute mal, es wird ein Timeout geben. Martin ist gerade verschwunden. Es klingt Ja. schon wieder gut. Ja, das Spiel ist nicht richtig beendet worden. Frag mich, wie es kommt, Spiel. Ja, es ist halt, wenn man es moddet. Oh, und jetzt bin ich mitten in der Luft gelandet und gestorben. Das ist schon mal deine Das Seelen waren da. Franks Seelen. Ja, einmal alle Seelen bitte weg. Ich hatte nur 800 zum Glück, aber das Es ist so ein geht. richtiger, das ist so ein richtiger Fuck you Moment. Geht ja eher um die Seelen, die sich im Beim Boss liegen. oder lagen. Keine Ahnung, Leute, dass ich 900 Seelen hatte, nehme ich an, dass beim Boss keine lagen. Ah, wenn du das sagst. Session ist wieder offen. Ah. Ja, doch, ich glaube, das war schon mal da. Ah. Search Request Timeout. Ha. Gibt irgendwie immer nur einen, bei dem es Probleme gibt, habe ich das Gefühl. Ich mach mal das Spiel Ja, aus. das Thema hatten wir heute schon mal beim.
Mittag. Hast du Frank gedisst, dass er hier das, der Bagger ist? Außerdem ja. Bist du ja abgestoppt in dem Moment, wo ich versucht habe zu verbinden. Ja, als du was versucht hast. Weil es war schon hier drin, er stand schon da. Ich wollte auch gerade sagen, Mensch, deine Rüstung. Ah, jetzt hat er meine generierten Spells gar nicht mitgenommen. Er hat ja nicht richtig geschlossen, das Spiel. Ja. Ha, interessant. Also, ich sage, was passiert ist. Ich habe das exakt das Gleiche, was ich eben gemacht habe, nochmal gemacht. Ich habe den Spell ausgerüstet und bin aufgestanden und das Spiel ist wieder abgestürzt. Oh, vielleicht liegt es am Zauber. Gut, das heißt keine schwarzen Flammen für mich. Schade. Seltsam. Probier es mal im Singleplayer. Bevor du uns einlädst. Ja, ja, das war jetzt das nächste, was ich probieren wollte, ob es jetzt wieder abstürzt, wenn keiner da ist. Ja, Spiel ist nicht ordentlich abgeschlossen worden. Was denn ich sag? Ich könnte natürlich auch noch fauliger Atem lernen. Sind nur zwei Arcan-Level, die ich reingeben müsste. Ich möchte anmerken, dass der zwar ganz in Ordnung ist, jetzt ohne Arcan gelevelt zu haben, aber wenn ihr später versucht, damit voll auszulösen, dann solltet ihr schon ein bisschen was auf Arcan drauf haben. Wieder Zauber. Ich möchte Mana verschwenden. Weil die ganzen Drachenzauber verbrauchen ja unglaublich viel Mana. Ah. Diesmal könnte ich den Zauber ohne Probleme slotten und aufstehen. Da kann ich ihn auch. Ich hab halt wieder an Frank, der connecten wollte und der schon wieder timeoutet ist. Ich habe bisher noch nicht wieder versucht, weil nicht gesagt wurde, dass eine neue Session offen ist. Nee, vorhin. Jetzt ist die Session wieder offen. Jetzt lasse ich erstmal Frank connecten. Ich wieder rausgeschmissen werde. Joining. Und abgestürzt bei Martin. Nein. Ich bin hier. Naja. Okay, ihr habt's, dann versuche ich jetzt mal mein Glück. Irgendwas kämpft da miteinander. Ja, da drüben. Irgendwie. Das ist eine Jungfrau mit einem Bluthund und einem Vogel. Oh, und direkt neben uns steht ein Typ. Ja, ich war gespannt, ob er dich noch schafft zu treffen, bevor du ihn bemerkst. Und da oben ist der Bär. Beitreten zur Sitzung gescheitert. Ich probier's noch. Oh oh. Das ist genauso, was bei mir vorher da stand. Dann ist es bei Martin abgeschmiert. Ist halt der Wurm drin, oder was? Hast du irgendwas an deinen Indie-Files geändert, dass nur noch zwei Spieler in einer Session sein können? Nein. Bin zu faul, um Dinge zu ändern. Dann starte ich jetzt auch nochmal mein Spiel neu. Sag mal, du hüpfst auf deinen Arsch. Yep. Okay. Warum nicht? Mhm.
Ah ja, vergessen, dass ich was draufgelegt habe. Ja, jetzt verbindet er. Siehst mich nicht. Du wirst niemals herausfinden, wo ich mich befinde. Ja, ich bin in dritter Perspektive, genauso wie du. Ich sehe dich da um mich rumschleichen. Psst. Ich kann mir. Ich habe das Gefühl, ich werde verfolgt. Wieder diese Seelengefahr mir hier. Was? Er sieht über die Entfernung Aggro? Ja, das ist ein Ancient Dragon. Sollte wahrscheinlich der immer mal killen. Sagt er. Ja. Ja. Die Attacke hätte ich gar nicht für mich gedacht. Haben. Ganz normaler Gegner für die Gegend. Natürlich. Au. Ancient Dragon. Nur wieder toll. Okay. Sollte meine Taktik ändern. Oh, er ist weg. Problem gelöst. Sehe dich gar nicht. Das ist so bescheuert. Oh, das war. Hat mir am Arsch herumgeblitzelt. Er ist wieder weg. Ich lebe nach dem System aus den Augen, aus dem Sinn. Pervers ist, dass ich hier meine ganze Magie aufbrauche und mich theoretisch wieder hinsetzen müsste. Au. Ja, und dann respawnt er. Muss ich wohl eine Weile ohne Magie auskommen. Weil 2000 Seelen. Stimmt, da hat unter Umständen respawnt der nicht, wenn er einen Runenbär ersetzt hat. Aber hey, wir können jetzt diesen Außenposten mal angucken. Da ist doch nicht die Seelen, aber da ist immerhin. Weiß nicht, ich mag jetzt schon den Riesen nicht, der da drin steht. Weiß, das ist vielleicht ein bisschen rassistisch, dass ich halt einfach Riesen schon beim Anblick einfach nicht leiden kann, aber. Warte, das da. Hä? Wing Sword Insignia. Wessen Klinge ist das? Meine nicht. Ah, hier ist eine Falle am Boden. Ja. Und ja, ich bin mit Absicht durchgelaufen, mehrfach. Damit die Gegner auch alle schön kommen. Weil ich das Geräusch mochte. Gestochen. Oh, Asche. Der Orakelgesandten. Schön, wie ihr mich mit den Riesen hier in Ruhe lasst. Ich hab vollstes Vertrauen in dich. Wenn es nur der Riese gewesen wäre, kein Problem, aber es waren auch noch zwei andere Gegner, doch. Deswegen haben wir ja die anderen umgebracht. Ich glaube, er hat sein Schwert gezogen. Oh, vielleicht ist er auch einfach noch umgefallen.
Guck mal, da schaut man. Frank bei der Crit-Stelle ist da auch so schon. Kurz sah es so aus, als würde dieser NSC uns helfen wollen. Da unten ist noch ein Gegner. Vulkanstein. Da oben ist noch eine Krabbe. Ah, ist schon auf dem Weg. Lag da oben nicht sonst auch noch ein Drop? Finger Maiden Robe sind hier oben bei der Krabbe. Oh ja, geil. Diese verdammten Puppen. Sieht halt aus wie eine Kreissäge. Wahrscheinlich hat sich schon da jemand gedacht, hey, ich hätte gerne Kreissäge in meinem Spiel. Was kann ich denn kannst du mir vorschlagen, dass wir nehmen könnten? Hallo, Ratte. Ich hab die Ja geantwortet. Ja, die. Au. Du hast die Krabbe nicht mal umgebracht. Nein. Wozu auch? Die ist da so schön gewesen. Freundlich und nett. Was? Jump'n'Runs, ich sag's euch. Oh, wie ist die Krabbe weg? Hallo. Weg. Hier ist jetzt noch ein anderer. Nee. Aus den Augen, aus den Sinn für mich. Goldene Rune 3. Wir haben alle eine Flasche bekommen. Yay. Ja, wieder ein bisschen Magie. Aber nur ein bisschen. Achso, ja, hier sind wir. Wir wollten nach Norden. Ja, ist richtig. Technisch gesehen ist das richtig. Wir wurden dann leicht abgelenkt. Oder ich wurde abgelenkt und wir haben mitgemacht. Je nachdem, wie ich das ausdrücken möchte. Bin ein leicht abzu. Au! Lenkender Mensch. Wie wir aus dem Büro. Au, wissen. Macht er doch. Man könnte die Gegner ja mitnehmen. Was macht ihr? Ja, der Angriff, der auf dich gehen sollte, hat mich eventuell vom Pferd geschubst. Und dann war ich da. Ich verurteile euch weg. Ja. Das, was ein bisschen komischer ist, ich bin jetzt in der Roundtable Horde und ich höre kämpfende Geräusche. Ja, ja, du hörst noch die Geräusche von uns. Oh. Ja, für mich sieht es nicht so aus, als wäre in der Roundtable Horde. Das heißt, wir müssen porten, um ihn da rauszukriegen. Richtig. Oh. Gut, dann porten wir halt zu dem Punkt, wo wir gerade waren, aber diesmal bitte nicht den Drachen nochmal. Die Frage ist, wo ist dieser Punkt? See rechts. Nördlich von der Brücke. See rechts. Nördlich von der Brücke. Weißt du, wie viele Brücken es in diesem Spiel gibt? Es gibt nur die eine große Brücke. The Bridge of Sacrifice. Nur die du gesehen hast, als wir da oben an der Klippe standen. Ja, denkst du, ich habe ein virtuelles Bild von der Karte die ganze Zeit vor mir? Ja, wie jeder vernünftige Mensch. Leider nicht, ich habe keine Minimap-Mod installiert. So. So. Ja, ich wiederhole, wir wollen nach Norden. Wir wollen zu dem blauen Marker. Lass uns diesmal nicht von oh, guck mal, Loot! Der Drache ist nachgespawnt. Hey, der Drache gibt 2000 EXP. es ist so eine bunte Truppe hier. Ja, ja, das ist. Der Kachentrupp. Ja. Okay. Oh, es gibt einen Hund. Ja, es gibt natürlich einen Hund.
Und den Vikan haben wir ja schon mal. Ja. Au. Was? Hörst du auf, den Boden zu ver. Niemand mag Leute, die in den Boden verschwinden können. Und die ganze Gegend voll kotzen. Ach, das war einfach nach oben. Na gut. Au. Ist auch eine Variante. Wo hast du angefangen, den. Ich hab angefangen, die Karawane unten auszumerzen. Ich hab das extra gesagt, wir ignorieren die. Oh. Du Mistviecher, ey. Oh, da ist noch so ein Vieh. Ah ne, das ist immer noch dasselbe. Oh. Irgendwie dachte ich, dass du der Ritter bist, der mich gerade verprügelt. Ja, ich dachte erst, dass du das wärst. Au. Böser Ritter. Wo ist eigentlich Frank hin? Keine Ahnung. Ich habe ein Problem und hab's mit mir mitgebracht. Leute, hast du. Du hast ja den scheiß Hund zu uns gebracht, habe ich das Gefühl. Weil ich damit nicht fertig werde und mir dachte, wozu habe ich die Teammates? Nicht um einfach nur die Arbeit drauf abzuschieben. Aber der Kleine hier, den wolltest du nicht umbringen, fauler Sack. Also ich habe da eine Hand und einen Hund auf mir gehabt, also dachte ich mir, nein. Okay, die Blume zieht wirklich mit in den ganzen Zug. Ich bin schockiert, aber auch begeistert. Schockiert, aber auch begeistert. Ah, Loot. 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 Kisten. Wo war das? Irgendwie hier in der Nähe war's. Da, hinter dieser Mauer. Rosa! Hat mich sehr viele Potions gekostet. Keine Sorge. Wir müssen nur dieses unauffällige Ding hier töten. Ja, Tree by. Au. Könnte, glaube ich, schlimmer sein. Ja. Da bist du was. Gucken, ist das hier stärker? Ah. Easy. Aber hey, ging das tot. Dafür gab es jetzt überhaupt nichts. Okay. Es gab die Dankbarkeit der Person hier hinten. Ich möchte Zauberei lernen. Zauberei, was hat sie so? Ah ja, ein was ist ganz gut. Hätten wir Stars of Ruin. Meteorite ist okay. Rock Blaster. Ihr seid Rock Blaster und Shatter Earth. Roiling Magma ist open. Aha, keiner dieser Dinge kann ich benutzen. Ist ja auch ein Int, ne? Sterne des Ruins. Klingt eigentlich sehr mächtig. Er war auch mal sehr mächtig, bis er genervt wurde. Da kam der Nerfhammer. Ja, aber ich glaube, ich werde mir meine Seelen doch dafür mal ein bisschen aufsparen. Wir uns draußen schon komplett umgesehen. Könnten danach. Moment, ich markiere es mal auf der Karte. Wo also, man. Ich habe mir Shadow Orb und Rock Blaster geschnappt. Hört sich in Space, benutze eine von den beiden auf jeden Fall. Ich habe gerade mal die Gnade aktiviert. Gnade? Gnade. Ach, Gnade. Nee, er hat Knarre gesetzt. Vielleicht auch eine Knarre. Hast du dich schon gesetzt oder? Nee, noch nicht. Der Gedanke ist ja, wollen wir uns hier setzen?
also da spawnt eine Redemenge Zeug oben nach, falls wir sie setzen. Ah, ich glaube, ich möchte so rausgehen. Ja. Ja, scheinbar haben wir eine Kakerlake übersehen. Wollen wir, also ich habe noch zwei Punkte markiert, wo auch noch Höhlen sind, die in der Nähe sind. Die von Patches und die eine dieses Grabens. Glaube ich. Gerade nicht sicher, ob das wirklich alle waren. Ich kann auch mal externe Ressourcen verwenden. Naja, und die Hütte vom Künstler ist ja auch in der Nähe. Oh. Du schaffst das. Oh. Hab ich das Fashion gefunden. Es geht hier nur um die Fashion. Hat der euch beide entmountet? Nein, ich bin runtergesprungen. Okay. So, okay. Bemerkenswert. Wir sind lästig, die Viecher. Guck mal, da ist ein Herr mit einem Gong. Oh. Klein Kürbis. Hat jedenfalls wenig Leben. Doch nicht die Mutter. Vorsicht, Ameise. Vorsicht, Ameise. Man sollte ja wenigstens warnen, dass hier eine Ameise dabei ist. Ja, das stimmt wohl. Gott, macht die komische Geräusche. Und? Ah! Fuck! Ich sehe, wir alle wieder das Amulett angelegt. Welches Amulett? Das ist das. Ach so. Komm her, Lebenspunkte! Frank will mich nicht Stabby Stabby machen lassen. Du wolltest mich nicht den Crit machen lassen, also kriegst du kein Stabby Stabby. Okay. Kinder, jetzt beruhigen wir uns erstmal wieder. Ja, der im Riesen. Ja, der hat angefangen. Es ist ganz normal. Jetzt gebt euch die Hände und alles ist wieder in Ordnung. Hörst du auf, ich bin schwer zu bedrohen. Gab's hier irgendwo einen vernünftigen Ort runter zu hüpfen? Ja, in der Sumpfgegend. Ja, ah, runter. Können wir eventuell den Kack-Sniper mal finden? Der Sniper? Kannst du dich noch erinnern? Du hast das doch auch geguckt, wo ich aus dem Nichts erschossen wurde. Mhm. Sag mal! Sag mal? Ja, Bär. Weiß tatsächlich nicht, was es für ein Gegner war. Es war jedenfalls nicht der Drache. Ja, Drache war es tatsächlich nicht. Ich glaube, der da vorne? Ah. Aber dann wird man den Sumpf schon mal noch komplett clearen. Oh! Mensch, der hat sich ja was unter der Brücke versteckt. Stand der schon immer da? Also anscheinend. Oh. Da kriegt man ja wirklich kein Stück mit. Au. Au. Ich komme ich jetzt genau dann angerannt, wenn er...
Minecraft, Minecraft. Dann mach. Ja, die nehmen alle extra viel Schaden dadurch. Hat ihm halt einfach 6000 Schaden gedrückt. Ja. Nice. Puppe von Dolores, dem schlafenden Pfeil. Du gerade versucht, den Adler zu verprügeln. Ja, Rief-HP meine ich. Das ist schon ziemlich frech. Potions! Danke für die XP, was auch immer gestorben ist. Ja, Max. Kann man hier gar nicht das Reduvia bekommen? Nein, kriegst du es hier nicht. Passiert jetzt nicht gleich erstmal. Wenn wir hier jetzt langlaufen, dann müsste gleich der Invasor spawnen. Ja, die Höhle ist hier links schon. Ja, ja. Von dem bekommen wir uns, ja. Hallo. Ich dachte, das wäre schon weiter vorne gewesen. Ich dachte auch, dass es direkt vorm Eingang der Höhle war. Ah, jetzt ja. Passiert. Ah, jetzt. Wahrscheinlich, weil Martin der Host ist. Musste er in die richtige Stelle laufen, nicht wir. Das können wir uns sicherlich irgendwann mal austesten. Mensch, das ist nicht sogar der hier aufs Brumm. Nee, nicht der richtige. Na gut, das ist halt wahrscheinlich auch randomized. Ja. Ja, sind sie auch. Oh. What? Ich werd auch gewonnen-hittet! Ihr seid echt top, ihr beiden. Hinter dir. Der ist bei uns. Ach ja, er ist das. Ich dachte gerade. Was soll das denn jetzt heißen? Ihr seid echt top, ihr beiden. Das, was ich sage, das ist es. Ja, Gegner hat pervers viel Schaden gemacht. Nicht mal der letzte Boss, gegen den wir gekämpft haben, war fähig, mich zu one-hitten. Gut, die kommt ja eigentlich auch wesentlich später, muss man dazu sagen. Ah, jetzt was? Kommt er mit Excuses hier. Ich hab 1000 Leben, die auch mich überlegen. Oh, was ist denn hier los? Hättest du wohl mehr Lebensskillen sollen? Du bist ja top. Mann. Ja, top, hast du super gemacht. Die beiden mit, ich hab so viel Lebenspunkte wie ihr beiden zusammen. Also jetzt ist, wie du siehst, ist es vollkommen egal. Oh, da ist der Sniper. Ich hoffe, wir haben heute alle was Wichtiges gelernt. Einer von uns steckt wahrscheinlich unten in der Ruine drin und muss sich jetzt da hochbewegen. Okay, wir werden also von der gewonnen hättet. Das ist übrigens der Typ, der dich one-shotted hat. Mit den Pfeilen geschossen hat. Ja, ich bin mir nicht 100% sicher, aber. Also, der hat einen Bogen weggesteckt gerade eben erst. Ich hätte auch behauptet, dass es ist. Seht mich ja nicht, kann mich unsichtbar machen. Du One-Trick-Pony. Und du, Libelle, jetzt beweg mal deinen Arsch hier runter. So. Ja, was machen wir jetzt gegen den Invasor, der uns one-hittet? Wir warten, bis Jura kommt und... Jura war ja schon da. Ich nehme fast an, dass... Er auch gewone-hittet wurde. Jura was summoned. Naja, der ist ja gerade verschwunden. Ich würde aber fast behaupten, er ist verschwunden, weil wir zu weit weg waren. Oh, hier steht sie. Ah! Die ist nicht mehr rot eingefärbt. Jura ist in seine Welt zurückgekehrt. Achso. Oh, ich sehe. Ja, das Spiel ist ein bisschen verwirrt. Gut. Wir haben jetzt also... Wir versuchen sie einfach zu staggern. Ah, staggern.
Martin, du kannst eigentlich einmal Dings drauf machen. Ah! Ja, kein Problem, sag ich doch. Mit der Teamarbeit war es das, ey. Einmal eine Taktik ausgearbeitet von mir. Die hat nichts getroffen. Ja, das ist das Enttäuschendste. Wollt ihr jetzt in die Höhle oder nicht? Erstmal kurz was hier in den Norden, wo Jura da steht. Und danach kommen wir in die Höhle rein. Hier steht er. Hier steht er. Ja, da ich nie mit dem geredet habe, scheinbar reicht es tatsächlich, wenn Gäste es auslösen. Okay, geht aber nicht weiter als einfach nur Dialog und fertig. Okay, dann Patches. Versucht ihn. Warte mal, es wird nicht mal Patches da sein, oder? Also, ich denke, es wird nicht Patches sein, den wir verprügeln, aber am Schluss wird es Patches sein, der uns umarmt. Ich würde eigentlich fast vermuten, dass er überhaupt nicht ausgetauscht wird, weil das sonst, glaube ich, schwierig ist. Möglich. Mal gucken. Und aktivieren. Wollt ihr euch auch einmal dran setzen, oder? Jetzt sind wir ja aus den gefährlichen Gebieten raus. Ja, klingt schön. Schmetterlinge. Der Jura, der blutige Finger, wird gerufen und jetzt ist er wieder weg. Der ist ein bisschen buggy. Ich dachte, er wäre menschlich und nicht buggy. Halb Mensch, halb Käfer. Hast nie unter seinen Helm geguckt. Was ist da für rumzuhüpfen? Ja, als ich hier bin, habe ich mich tatsächlich durchgeschlichen und bin den ganzen Glocken ausgewichen. Ah, oh, guck mal, wir wurden beide umarmt. Ja, das ist auch ein bisschen creepy. Stopp mal, Mama! Ah. Super. Uff. Das habe ich mir schon immer gewünscht. So, bin ich jetzt mal gespannt. Hallo? Sucht ihn nicht umzubringen, ja. Wenn's Patches ist. Backstep. Lioness Helm. Ah, der ist eh hässlich. Das ist in der Tat Patches. Ja. Was einfach geil. Yep. Patches wurde getötet. Vergeben und vergessen. Das ist ein Händler. Vergiss das nicht. Er könnte wichtige Items verkaufen. Wenn wir gleich genau. Also man muss erst wieder. Ja, genau. Noch ist das hier eine Boss-Arena.
Ja, eben kurz rasten, alles resetten, dann nochmal reingehen, dann ist ein Händler. Muss man jetzt noch mal rasten? Ich Auch nachher raus dächte. teleportieren? Ich will es nicht. Ja, setzen wir uns noch mal kurz. Hier sowieso nicht viele Gegner, von daher. Und die da sind noch nicht mal wirklich schwer. Ist der Sinn dahinter. Wenn es jetzt riesige Vögel wären und drei Hunde. Schrei's nicht. Die Gegner hier werden sich ja nicht mehr ändern. Jetzt hast du alle angelockt. Könnte bitte jeder Schwerthieb treffen? Wir sind Magier, kein Schwertkämpfer. Ja, ich merke das schon. Du musst schon die Realitätssimulation mit einberechnen. Wieso auf mich? War ein guter Versuch, aber... Ich bin immer durch die scheiß Glocken gelaufen. Hätte jetzt auch noch die restlichen Gegner farmen oder? Ja, er kommt jetzt hierher, bevor er versehentlich Patches umbringt. Unseren allerbesten Freund. Ah, den letzten lasst er stehen. Habe ich nicht gesehen. Der mit seinen 150 Leben. Hallo Patchy. Geschafft. Was, eine Kiste ist wieder zu. Ne, die andere ist so. zwei goldene Saaten. Ach du Schande. Golden Halberd und Eleonors Powerblade. Wenn ich damit nicht schon einen kompletten Playthrough gemacht hätte mit der Powerblade, würde ich das nicht glatt nehmen. Eieiei. Eleonors Stangenwaffe. Ist echt cool. Schade, ich dachte gerade fast erstmal, das wäre das blutige Katana. Weil ich euch nicht zugehört habe. Wundert mich das nicht. Ich war noch im Dialog und hab Sachen gekauft. Cheers for that. Weg sind alle meine Seelen. Was passiert, wenn man die andere Kiste aufmacht? Der wird aggro. Können wir bestimmt später mal machen. Wenn wir so gut wie durch sind und Patches eh nicht mehr brauchen. Und von ihm, ne, eine Klangperle bekommt man nicht. Nee. So. Jetzt sind ja alles gekauft. Gut, dann gibt es auf hier. Auf zum nächsten dann. Ja. Auf geht das. Hast du noch irgendwas umgebracht? Nee, war bestimmt nur irgendein anderer Gegner, der irgendwo verreckt ist. Ach, die Welt ist vollkommen in Chaos verfallen. Oh ja, die neue Flasche einweihen. Hinzufügen. Das. So eine schöne 7 zu 2 Verteilung. Meine sieht ein bisschen anders aus. Du hast eine 3 zu 6? Nein, 4 zu 5. Ja. Ich habe 8 zu 1. War ich ja nah dran. Ha
Mal gucken, wer gleich von dem Blitz geröstet wird. Ja. Ach so, wir haben sie ja gekillt, als sie farblos war. Das war nicht die echte. Gut, jetzt wissen wir ja aber, wie man sie killen kann. Ja, genau. Und jetzt wird sie auch ein Item droppen. Okay, jetzt Zeit, sie umzubringen. Also ich werfe wieder sowas. Das war aus der Reichweite. Weil sie nah genug dran ist. Mal gucken, mal, sie hat Angst vor uns. Sie weiß, dass wir sie schon mal getötet haben. Irgendwie ist sie einfacher geworden. Wir kennen ihre Schwäche. Ohne ihren Kopf ist sie machtlos. Yeah. Aber ein Item gab es trotzdem nicht. Aber ich habe jetzt 22.000 Seelen plötzlich. Ja, sie hat eigentlich einen Seelen gebracht. Okay, die waren. Wollen wir nochmal kurz hier rein? Ich könnte da so zwei Arkanen skillen. Alter Schwede. Hier ist der Eingang. Da liegt da irgendwas. Da hinten liegt was? Ne, ist nur ein Smithing Stone. Ich renn hier nochmal rein und Dings da. Ja, ich meine, mit 20.000 Seelen kann man sich ja vielleicht ein, zwei. Na gut, hauptsächlich wahrscheinlich ein Level holen. Schlaffett. Jetzt hab ich. Ja, jetzt kam das Loot von ihr. Na gut. Ein random Crap. Ja. Ja, wobei ich werd halt jetzt nochmal für. Werd halt jetzt nochmal ein paar Runden kicken und dann. Du hast noch Runen übrig? Ich hab jetzt noch 5700 alle Runen schon aufgebraucht. Ich hab noch 9000. Ja, ich gehe hier auch mit 9000 raus. Ich gehe mit 6000 ungefähr raus. Level 49 bin ich. Ich bin Level 44. 2500. Also 14.500 Seelen für ein Level Up. Und ich habe jetzt 18 Endurance. Oh, dich hat so angepisst, dass dich jemand umgebracht hat. Hä? Endurance? Nicht ja, mehr. Sag ich ja. Du hältst mehr aus. Besuch! Es kommt Besuch! Oh fuck! Also wenn die jedes Mal 20.000 Seelen bringt, ist das glaube ich ein sehr guter Farmspot. Ah, ich hab es überlebt, ich hab's überlebt! Hörst du? Wegen dem Gift hab ich's vorher nicht überlebt gehabt. Ja, ich bin ja gleich wieder bei euch. Ich kann hier keinen Schaden machen. Ja, mein Ding ist gerade respawned. Nein, ich kann hier wirklich keinen Schaden machen. Ja, da hat sie plötzlich sehr, sehr viel Schaden. Oh. Die hat auf jeden Fall sehr wenig Leben für mich plötzlich. Bei mir ist sie unsichtbar. Also für mich. Also, wisst ihr was? Ich feuere einfach Frank an. Frank, du, oh Gott. Du schaffst das. Vertraue dem Herz der Karten. Ich habe eine bessere Idee. Ich vertraue dem blinden Skill-Reihenheimer. Ja, du hättest sie von der Richtung her getroffen. Okay. So, ich habe mal Frank geholfen, indem ich mich jetzt hier umbrungen lasse. Ich kann sie nicht verletzen, was es noch fieser macht. Go, guys, go. Ihr schafft das. Yay. Yay. Es war ein Doppelkill. Ich hab schon zu tun. Der ist aus Seelen gebracht. Ich hab einen Farmspot gefunden. wir sollten wahrscheinlich einfach weitergehen und das nicht abusen. Oder zumindest nicht jetzt. Ich komme einfach rausgelaufen, ohne sie zu nutzen. Wir haben ja dann am Anfang vom nächsten dann schon wieder einen Ort, wo man rasten können. Okay,
Ja, das ist schon interessant. Wenn wir so später feststellen, wir brauchen dringend Level. Ja, können wir aber hier hingehen. Das ist der alternative Vogel. Ja, aber wirklich. Der ist ein bisschen stärker, aber egal. Naja. Jetzt eben war nur die Stärke, dass wir sie nicht angreifen konnten. Stromkugel, viel Spaß. Wollt ihr hoch? Also nee, der Dungeon ist am Ende dieses Kanals. Achso, das heißt, wir fighten uns hier jetzt durch. Okay. Ja. Wir brauchen XP, wir haben total wenig. Ah, ganz schön, da hat gerade jemand lang gespuckt. Achso, ist gar nicht unsere Parfümerin. Ich dachte, hat deine Parfümerin jetzt der Ameise. Ja, der Drachenzauber gefällt mir trotzdem. Muss zumindestens. Ich hab nur ein bisschen wenig Mana. Wie wir an Martin gesehen haben, man kann keine Erwünsche Mana haben. Übrigens, der Coin ist doch ein Alter, macht physischen Schaden. Au, au, au. Jetzt hör auf, hier ein Temper-Tantrum zu schmeißen. Wo zur Hölle sind die Viecher schwach gegen? Gegen Schaden vom Gesicht her. Du machst halt Schaden gegen das Gesicht, dass es sein werden kann, und dann machst du einen Finisher. So wie du es kannst. Die sind halt außen praktisch gepanzert. Kannst du so extrem viel Zeug außen rum. Hallo, Hirsch. Stell dir vor, du bist ein Soldat und alle haben eine Waffe gekriegt, nur du eine Fackel mit Langstiel. Ja, vielleicht soll ich mir das. Stell dir vor, dass diese Fackel mit Langstiel auch nur eine bessere Waffe ist, als was die anderen bekommen. Stangenwaffen sind in der Tat ja durchaus stark. Ja. Und waren auch allgemein verbreiteter, weil günstiger herzustellen als Schwerter. Ja, brauchst du nur ein kleines bisschen Metall an der Spitze. Und das ist ja praktisch ein Werkzeug zu benutzen. Entweder für die Jagd oder halt auf dem Feld. Stimmt ja, wir hatten ohne Ende Seelen bekommen, das heißt, ich kann ja direkt wieder einen Aufstieg machen. Ihr habt die Seelen bekommen, ich nicht. Hä? Ich hab die Seelen dann nicht mehr bekommen, für mich war sie ja aber auch unsichtbar. Ah, okay. Ich bin halt aus dem Kampf rausgeflogen. Da hängen ein, zwei Gegner. Und da fliegt einer, ja. Okay. Oh, what? Nicht gesehen, dass der geschossen hat. Mir sind die Statuen nie aufgefallen, die hier stehen. Meinst du mir auch nicht? Auf ein bisschen Environmental Storytelling. Ich mag schon sein rotes Auge nicht. Okay, vielleicht können wir ihn mit der Falle umbringen. Vorsicht, Vogel. Ist er zu groß? Ist mir nicht, er ist auf jeden Fall zu weit links. Wir sollten das absprechen, wenn jemand über die Falle läuft. Na, kein Problem, der hat wenig Leben. Das ist wahr. Einmal ein bisschen Hang zum Risiko hier. Aber Risiko spielst du auf. Ja, ich hab mich in die Mitte vom Gang gestellt und den angespuckt. Nicht ihr. Und einer von euch hat dann auch noch die Falle aktiviert, sodass ich fast von der getroffen worden wäre.
Ich aktiviere mal die Falle. So, nicht ich. Oh, ich hab den Helm nochmal. Den Helm nochmal. Das ist doch der Helm, den du mir gegeben hast. Ach, der ist für euch nicht gedroppt? Nein. Ich hab den jetzt zweimal. Oh, möchtest du den einen Helm wieder haben? Weil jetzt habe ich. Nein. Tja. Suche ich mir jetzt eine neue Kopfbedeckung raus. Oh, nein. Okay. Ich bin jetzt unter die Aluhüte gegangen. Er hat Angst vor 5G. Oh. Oh, der Helm ist. Oh, oh, oh. Ist dir aufgefallen, dass da noch jemand steht? Ja, das war auch das O. Und jemand hat ihn gepult. Au. Oh Gott, ist das nicht der aus dem Geisterding? Der uns neulich so fürchterlich verprügelt hat. Achso, ja, das ist so einer, richtig. Hörst du auf, mich mit dem Schwert zu befuchteln? Oh, er hat Flügel. Ja, natürlich dreht er sich in der Luft. Er macht damit aber für mich fast keinen Schaden. Vielleicht weil du ein Schild hattest. Ah. Diesmal wirklich. Nicht wie beim letzten Mal. Ich hatte doch einen Schild. Ja, scheinbar. Ja, es macht schon Spaß, sich die Streams im Nachhinein nochmal anzuschauen. Freut mich. Roter Brief. Oh nein. Irgendein Quest-Item. Ja. Wo sind denn diese Quest-Items? Der rote. Ich glaube, das war einer von den Auftragsbriefen von Volcano Manor. Ja, weil unter Quest-Items liegt er nämlich nicht. Der ist bei den Paintings mit dabei. Ah. Eine Anfrage des Hauses Vulkan untersucht. Ja, ja, ja. Jono Hosloff, Ritter des Blutes. Hey. Ja, Berggipfel der Riesen. Es schadet nie, ein Quest-Item zu finden. Also. Mir fehlen leider ein bisschen Seelen, um leveln zu können, aber was soll's. Also. Wir wissen, wo ein ganzer Sack voll ist. Also. Es gibt jetzt hier ja noch in der Nähe auch, glaube ich, einen Künstler, der ja auch Händler ist, oder nicht? Sind die Künstler Händler? Nee. Man kann ja trotzdem mal zu seiner Hütte gucken. Ja, können wir. Ach Gott. Mr. Backstep schlägt schon wieder zu. Markier. Das ist aber schön. Helm auf Farbe ist, weil ich anders aussehen will. Das war aber auch gut. Ihr beide versucht mit einem Sprungangriff und in dem Moment steche ich den einfach in den Rücken. Oh. Ich finde diese Landkraken sehr niedlich. Würdest du dich auch so ein gerne als Haustier haben? Absolut nicht. So widerlich. Du findest doch Ameisen nicht von der Welt. So eine Ameisenfarm, so eine kleine zu haben, das ist bestimmt lustig. Sehr niedlich. Meinte dann halt nur so meine Freundin. Nee.
nicht mit mir. Tja. Das ist natürlich sehr traurig. Oh, was getroppt. Usa! Irgendwie hatte ich gerade keine Lust, bei der Krabbe da zu landen. Ja, mit dem können wir trotzdem reden, vor allem weil hier noch eine Gnade ist. Ja, sind wir gnadenlos. Wow. Die Gemälde lohnen sich richtig. Ja, aber jetzt können wir andere Quest-Items haben. Wir haben ja schon ein Gemälde. Oh, jetzt sitzen wir halt. Mir fehlen 800 Seelen zum Level-Up. Ah, mir ein bisschen mehr. Ja. Also. Willst du das vielleicht leveln und wir versuchen es wieder mit dem Boss, oder? Hä? Ja, was ist ein Boss? Wenn du sagst, dir fehlen noch 800 zum Level, du könntest dir ja ein paar kleine Runen poppen. Ich habe leider keine Runen mehr. Die habe ich bei Patches eingesetzt. Also es gibt ja noch den Bootsboss in der Nähe. Jo, stimmt. Den, der kann in der Nähe. Einfach nach Norden. Jo, mach mal das. Frank, dann was? Ja, oder ihr Bootsboss dann halt. Na gut. Ja, mach ein Boot. Weil sonst hätte ich Frank jetzt einfach ein paar kleine Runen gedroppt. Nee, ist noch so. Ich keine Ahnung, was da drin ist. Und... Ich will ja nicht hier geizig dastehen. Ich würde sagen, bevor wir zum Boss sind, würde ich gerne dann auch nochmal die Tafelrunde. Es gibt eine Waffe, die ich gerne aufrüsten würde. Jo. Achso, hast du 40? Ich hab 40. Geil. Ich find, oh mein Gott! Wie sich Frank wieder um die kleinen Gegner kümmert. Ich bin gerade vom Pferd abgestiegen. Was kann ich dafür, dass der halt Schwäche riecht? Er hat nicht Schwäche gerochen, er hat Verrat gerochen. Er hat von einem von euch. Gekillt. Also bitte. Ja, weil der von euch, der ihn eigentlich erst auf sich hatte, ganz weit weg galoppiert ist. Ihr seid abgestiegen, ist nicht mein Buff. Naja. Ja. So, die Frage, wie kommen wir jetzt am besten da hoch? Gute Frage. Cheaten. Ja, cheaten heißt Gnade benutzen. Hier sieht's doch so aus, als könnte man. Ja, ich doch. Hier sieht's. Er hat das wirklich geschafft. Nicht so wie neulich, wo du dann aufgegeben hast und ich mach's da im ersten Try hoch. Diesmal war es die Strecke weit genug, dass ich motivierter war. Oh, ich sehe hier nur ein kleines Problem. Wie seid ihr da hochgekommen? Gehüpft? Okay, und das kleine Problem hat mehr Leben als gehofft. Oh mein Gott, hat der viel Leben. Vorsicht, der kommt auf dich. Ist okay. Das macht halt gut Schaden. Der Atem, ja. Nee, deine, Au. Oh Gott. Oh, der Octopus ist da. Scheiß! Octopus! Nix da. Oh. War ja nicht mal der Oktopus per se, sondern einfach, dass der gerade um sich gelangt hat und Gollum, der einen Schatz liegt. Alles in die Griffe. Genau, alles in die Griffe. Ja, der Ritter hat hier halt auch so einen Landoktopus ersetzt und die haben halt eigentlich relativ viel Leben. Oh. Ja, viel Leben. Ja, es hilft halt auch nicht. Aber tatsächlich war hier ein Landoktopus, wo ein Landoktopus normalerweise ist. So, ich hab keinen Mana mehr. Keine Sorge. Der Boss ist ja die Art von Boss, wo man auch wegreiten kann. Ihr müsst aber nicht in allzu weiter Entfernung
Ja. Ein Lagerfeuer. Bär. Er verhält sich nur nicht sehr bärig. Ja. Wir können ihn nicht mal essen. Ja, okay, ich hab wieder Mana. Ja. Sollte ja für einen leichten Oberweltboss reichen. Mhm. Weil der kann sich nicht mal einen Dungeon leisten. Hier vorne ist übrigens die Gnade. Da ist er, genau. Na Not können wir uns jetzt auch hier hinsetzen. Jo. Na, jetzt sollte ja Frank auch die Seelen zusammen haben. Ja. Für sein Level Up. Jetzt bin ich bei 20 Ausdauer. Übertreib's mal nicht. 20 Ausdauer? oder meintest du Kondition? Er meint Kondition. Ah, na gut, da bin ich nur bei 16. Ha, da habe ich auch einen Wert drinne. 10. 12? Ja, okay. Kein Grund, mich anzuschreien. Ich glaube, der eine, der da rumläuft, ist der Ersatz. Wer da? Der sonst um bei den Albinaurik sitzt. Yep. Ah, ich kann auch speien, warte. Das ist ja was Doofes, wenn ihr beide das habt. Ich sehe gar nicht. Ich hab gar nicht gepustet. Ich weiß, aber ich sehe es schon kommen. Wir sind irgendwo ein Boss-Fight. Ihr macht einfach beide. Au. Oh. Ah, die besondere Note. Ja, ich glaube, das war's. Ey, weil Frank kein Deutsch hat. Den Maltöter getötet. Ha. Fand ich gerade auch so ein bisschen. Oh. Naja. Gab's hier sonst noch was? Ja. Mir deine Items. Oh. Ein dunkler Schmiedestein hier einfach so gedroppt. Da sage ich mal nicht nein. Stimmt, gab's hier nicht irgendwie so eine Klappe und darunter hatte sich was versteckt? Das ist eine Libelle? Zwangsweise. Ja, hier vorne ist so ein. Hier ist es bei mir. Braucht man aber ein Schwertchen für. Hammer, ja. Ist hier? Ach, da vorne. Guck. Hier. Ja. Mal gucken, ob vielleicht noch eine andere Item mehr auf dem Friedhof liegt. Vor mal gucken. Ah, ja, genau. An Tier geht's noch eins. Dem Grabstein. Es ist eine Stormhawk Axe. Oh. Tap, 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 tap. Oh, ich sollte mein Licht anmachen. Ist der Raum nicht normalerweise randvoll mit Ratten? Jetzt ist hier alles Mögliche drinne. Naja, rattenähnliche Geschöpfe halt. Nee, waren es nicht Schildkröten? War der ganze Raum nicht voll mit Schildkröten? Ja, und hier kriegst du ja auch den normalerweise Ausdauercharm. Oder eine Rune. Das ist auch okay. Wo hattest du deine Axt gefunden, Frank? Raus auf jeden Fall. Und dann. Wirklich? In der Open World. Nee, muss ich kurz orientieren. Es war in der Richtung. Ich hab ihn von da drüben ranreiten sehen. Ich sehe ja schon ein Item da liegen. Genau, das Stormhawk Axe. Ach Gott, ich dachte, das ist so eine Kampfblume.
Es ist verdächtig blau geleuchtet. Ah, hier liegt noch ein Item. Ein Opferzweig. Aber sonst sollte es das, glaube ich, fast schon gewesen sein. Jo. I mean, wir könnten noch ein Stück weitergehen, um dann den, Ah ja, hier ist noch jemand. Taylor zu nehmen? Wer bist du denn? Ist das nicht die? Ja, aber ich hab die noch nie hier gesehen. Hat uns gesagt, wo der Bestienkleriker ist. Und hat uns jetzt auf der Karte markiert, wo er wohnt. Ach, ja, normalerweise findet man den hier, weil der einen auch. Hilft der eigentlich sogar irgendwo? Das kann sein, aber ich habe ihn noch nie gesehen, weil ich immer hier einfach bloß eiskalt durchgeritten bin, ohne nochmal zurückzugucken. Ja, typisch. Keine Augen für nix hier. Ja. Ja, jetzt gibt's theoretisch noch den einen Dungeon, wenn wir über die Brücke da vorne reiten. Die High Road Cave. Dann haben wir eigentlich so ziemlich auch hier alles gut durchgesiebt. Könnt ihr jetzt nochmal gucken. Ja, die Nachtbosse fehlen halt. Und natürlich der Dingensritter, ne? Bei der Kirche. The Heroes Cave. The Heroes, genau. Und halt der, den Dingens, den Baumwächter ersetzt hat. Oder wie auch immer der nochmal hieß. Hallo. Was jetzt so eine Sternbestie ist. Jetzt den Händler. Ja, hat sich ja schon gelohnt. Oh. Hallo. Danke für deine. Könnt ihr mal bitte vom Händler weggehen? Ja, wir sind schon dabei. Es scheint ihn in keinster Weise zu beeindrucken. Er spielt einfach weiter Musik. Was hat er denn? Mending Rune of the Death Prince. Die verkauft er einfach. Passiert. Ja gut, dann kaufen wir das, um den Eldenring wieder zu heilen, ja? Oh, und der Zauber Grail's Roar ist einer der besten Drachenzauber. Ältesten Drachen... Ich sehe schon, ich gehe hier pleite raus. Muss ein paar Seelen poppen. Werd ein bisschen Trash verkaufen. Stimmt ja, es geht leichter, wenn ich die Dinge verkaufe. Nickliche Ritterrüstung. Jo. Noch eine Saat. Ja, die Sache ist halt, ich verreck an Rod. Nebenbei. Ja. Das ist natürlich sehr traurig. Kannst ja schon mal vor zu den Dingens reiten. Den Dungeon und dich dort ans... Der verkauft unendlich viele Explosive Great Balls. Hm. Für 20... Seelen. Bin mir gerade noch nicht mehr sicher, ob der Dungeon oben oder unten war. Ach, da vorne ist auch Feuer. Wieso hast du dich nicht gesetzt? Ja, weil ihr erstmal da fertig werden solltet beim Händler. Ich meine, ich hätte mich ja jetzt auch erstmal ewig gegenheilen können. Also mit den restlichen 3 Flaschen, die ich jetzt noch hatte. Leg gerade, wie kam man zu dem Dungeon von oben aus, ne? Oder von unten. Unten müsste das sein. Oder? Warte mal, ist das der. Wäre hier oben Alexander gewesen? Ja. Dann von unten.
gab es eine Schräge, die man hochkommt. Okay, ja, nee, ich sehe den Wind. Ich hüpfe einfach über diese Klippe und vertraue. Oh, ich bin nicht weit genug. Nee, doch. Ich bin unten. Sprechen wir gerade von unterschiedlichen Dungeons? Kann das sein? Wir werden es schon herausfinden. Ja, wir sprechen von unterschiedlichen, weil bei denen, an denen ich gerade dachte, waren wir schon. Ja. Ja. Bei hier irgendwo war noch einer. Jupp. Weil ich weiß auch nicht mehr, wo exakt. In der Nähe auf jeden Fall. Doch an der Seite der Mauer, dächte ich. Dungeon. Bist du? Ah, ich glaube, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Zu mir. Meine Diener, kommt zu mir. Immer ihr hin seid. Wir sind die Brücke runtergehüpft. Ja, da bin ich auch schon. Blackblade, okay. Das da ist ein lootbares Item. Ja. Ach, scheiße. Gut, dann hol ich mir jetzt. Martin, wollen wir erstmal mal kurz hoch und das auch holen? Oder? Ja, ja. Ich bleib hier davor stehen, damit es nicht verfehlt. Ja, im Dunkeln ist halt das schwarze Ding auch gar nicht so leicht zu sehen. Ja, wirklich. Es braucht 22 Faith, 18 Stärke, 10 Dexterity, das Blackblade. Greatsword, 11 Gewicht. Oh. Und wo genau ist das? Ihr müsst da ein bisschen die Klippe entlang hangeln, dann runterfallen an der richtigen Stelle. Das kleine Lagerfeuer bei einem Baum. Gut, Lagerfeuer gefunden. Gargoyles Großschwert und von dem belebten weißen Fleisch hast du nichts gesagt. Das ist doch der eigentliche Schatz. Ohne Worte. Menschenfleisch. Ja, mir fällt ein, ich habe da ja noch eine andere Waffe, die ich benutzen könnte. Ich sehe gerade das alte Schwert. Muss demnächst aber auch mal durchgucken, was für eine Waffe ich nehme. Nee, jetzt weiß ich erstmal, welche ich demnächst upgraden möchte. Okay. Naja, jetzt kann ich es benutzen, also muss ich es upgraden. Achso. Stimmt, Seelen habe ich hier eben alle verwendet, um den Laden leer zu kaufen. Du hast die Statue angegriffen. Oh, fehlt hier nicht noch jemand? Ja, da fehlt noch jemand. Ja. Und weil ich mich drauf verlassen habe, dass jemand draußen steht, bin ich erstmal kurz in die falsche Richtung gelaufen. Der Frank meinte, er bleibt draußen, bis wir die richtige. Er hat gesehen, dass ich gekommen bin und ist schon reingegangen. Du warst ja direkt hinter mir. Naja, nicht so direkt, weil ich erst noch im Inventar gewühlt habe. Hat er mir noch nicht gesetzt gehabt. Ja, du hast lieber im Inventar gewühlt, als zu uns zu kommen und danach im Inventar zu wühlen, wo wir alle im Inventar wühlen. Ja. So, ich sehe eher, dass es ein Du-Problem war. Ich sehe das immer noch als Frank-Problem. Eine Person war da, der Rest ist auf dem Weg geblieben. Heiligbaum-Ritterstulpen. Ja, aber dafür mag ich die Drachen. Ja, wollen wir hier runter oder gehen wir den normalen Weg runter? Wir werden alles suchen, auf lange Sicht. Wo geht Martin hin? Ja. Ich glaube, daher, wo wir hergekommen sind. Ja. Schwer zu sagen. Einmal mit Profis arbeiten.
Und Schmiedestein 3. Okay, wir müssen doch da vorne runter. Oh hey, Schmiedesteine. Ja, und Handschuhe des Reisenden. Das war eng. Frank lässt seiner Wut schon freien Lauf. Das will ich nicht. Hier fühlt sich an, als würde es hier weitergehen. Gefühl, Martin wird nie einen Gegner in dieser Höhle sehen. Was? Ich bin auch bei euch. Wenigstens den Boss wird er sehen. Oh. Hallo. Großschwert der Ordnung. Kreuz. Das ist 28 Fave, 21 Dex. Das sind 7 Fave. Mehr bräuchte ich nicht. Ja, jetzt muss ich es mir auch mal angucken. Ich wollte wenigstens noch die Gegner hier tot machen, die euch ja irgendwie egal waren. Großschwert der Ordnung. Fehlt mir Stärke und Geschicklichkeit für. Ja, das ist sowas für mich, weil ich keine Faith gehen werde. Weil ich habe hier schon 2 Faith-Heinis, aber ich nicht der dritte sein. Hallo, ich bin ja nur so ein Semi-Faith-Heini. Ich bin ein Faith-Heini. Dann solltest. Semi-Faith-Heini ist halt auch so ein bisschen die Geschichte, ne? Ja, liegt halt aber auch an den Waffen. Wo war die richtige Stelle, um runterzufahren? Ja, was soll ich jetzt sagen? Machen? Er lebt noch. Hier reflektiert auch das Wasser ganz eigenartig vor mir. Ich habe an diesem Ort schon sehr viele Tode gehabt. Wo ist denn Frank hin? Willst du mich verarschen? Warte, Martin, nimm den Finger, den du gerade in diese Wunde reingesteckt hast, und schieb ihn bitte nochmal nach rechts und links. Ich folge Frank.
Strafe folgt auf dem Fuße. Das lief das Ganze gut. Sprungangriffe in diesem Gebiet. Also Frank, hier hinten war noch so ein Gegner auf dem letzten Zipfel der, dieser Ecke, dieses Siegels. Und Martin macht einfach, um den zu killen, den Sprungangriff. Und das Ende der Geschichte ist, ich bin auch in den Tod gestürzt. Oh, hier liegt noch ein Item. Ach, goldene Rune 9. Ach, einer mit wenig Leben. Martin wird sich freuen, dass er diesen Gegner nicht gesehen hat. Ich wäre auch froh gewesen, wenn ich diesen Gegner nicht sehen musste. Den hätte er müssen. Kann ja nur wieder irgend so ein Riesenhund oder sowas gewesen sein. Richtig. Bei einer mit roten leuchtenden Augen. Und schwarzer. Ah, ihr seid da. Ich bin mal gespannt, wie ihr da rübergekommen seid. Gibt's hier sonst noch was oder war es das? Muss hier irgendwo ein Boss geben. Oh, okay. Ja, ich dachte kurz, man muss da auf die Säule drauf und hab Springen statt Sprinten gedrückt. Da. Da. Hier schlafen so viele Leute in dieser Höhle. Schlafen. Das ist halt eine Schlafhöhle. Geht man hin? Nächtig. Hallo. Haben wir noch die Aussicht genossen? Obligatorische Ansammlung seltsamer Blumen? Ja. Miranda Blüte. Ja, obligatorische Ansammlung seltsamer Blumen. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Doch wissen schon, ich weiß noch nicht mehr wo. Ich glaube, ich hab's noch nie gekannt. Zum Glück bin ich ein Flammenwerfer. Oh. Magen kochen. Es ist ein Kochbuch. Lass mal bald mal wieder nachschauen, was man alles herstellen können. Ja, mittlerweile schon einiges. Aber ja, was aber auch brauchbares. Was aber auch daran liegt, dass zwischendurch 3 oder 4 Drops wieder irgendwelche Kochbücher waren. Ja, zum Eingang und vielleicht danach kurz zur Rundtafel. Ich würde halt gerne eine Waffe upgraden. Dann können wir gerne danach zum Ding ins Boss. Astellos. Ja, ob wir das dann heute noch schaffen, ist eine andere Frage. Aber wenn in der Burg im Ohr eine Gegend nicht gemacht. Ja. Seitengang. Was für Seitendinge? Ja, Seitengang, wo man normalerweise lang geht. Ja, das ist, es gibt da schon reichlich, aber es motiviert uns doch sicherlich, den Boss, der wie so ein dunkler Schatten über uns hängt, zu besiegen. Mhm. Dunkler Schatten. Über uns. Außerdem bin ich extrem neugierig, was er droppt. Ich brauche jetzt erstmal einen Händler, bei dem ich Runen verkaufen kann, kalkuliert. Bei dem kann man verkaufen, sicher? Ja. Ja, mit dem kann man auf jeden Fall. Ach, verkauft.
kann ich denn noch alles verkaufen? Mal gucken, was die hat. Oh, 50 Seelen für die erste Verstärkung. Ja, damit. Oh Gott, ich habe keine dunkle Schmiedesteine 3. Nein. Upgrade ich denn für das Schwert? Ah, was soll's. Das sind 5, das sind 29.400. 26.400, also ich glaube, 2 Level kriege ich auf jeden Fall. Dann schaue ich mal weiter. Dann haben wir dann immer noch die Remembrances. Ich würde die nicht verbrauchen, bevor du nicht weißt, was du von ihm kriegst. Ja, das ist das Problem. Wir wissen nicht, was wir bekommen. Wir müssen dafür 2 Bosse besiegen, um zu wissen, was sie bringen. Eine unerträgliche. Nee, ein. Die Tür geht auf, sobald man einen hat. Okay. Ich dachte, das hat 2. Gesetz der Kausalität. Ich würde schon gerne noch unerträgliche Raserei, aber ein anderes Mal. Ich bin soweit fertig. Leider fehlt uns dunkle Schmiedestein 3. Warte, ich schau mal kurz nach, ob ich einen hab. Ich auf jeden Fall nicht, mir fehlt nämlich auch einer. Ja, ich hab 2er, 1er, 2er, 4er, aber kein 3er leider, sonst... Dunkel? Ah ja, okay, nee. Ich hab 1, 2 und 7. Und von denen allen viel zu viele. Ja, irgendwann. Ist auf jeden Fall jetzt schon stärker als das, was ich vorher verwendet habe. Ich muss erst noch mal leveln und dann habe ich noch Runen für Waffe verstärken. Ja, das ist doch schön verwirrend. Doch gucken wir mal, gut, ich habe noch 3000 Seelen, können wir mal hinten bei der Klangperlendame schauen. Klangperle anbieten, ja. Vor irgendwelche Klangperlen, die bekommen. Was ist das? Schwarzes Schleifenmesser. Hab ich das noch nicht gekauft gehabt? Müsstest du. Aber du kannst ja nicht nochmal kaufen, wenn du es schon mal hast. Schmiedestein 2. Das war Schmiedestein 1 und 2. Hoffe, dass zufälligerweise irgendwo hier ein Dunkler dabei war. Wie viele Seelen habe ich noch? 3000. Na gut, ich könnte alle loswerden, wenn ich mir diese Schuhe kaufe. Ein Level habe ich durch Verkaufen von Müll. Geklamüsert. Dunkler Schmiedestein 1 und 2 werden hier verkauft, aber nicht die 3. Ich habe hier normale Schmiedesteine. Gehe ich auf Punkt noch auf Stärke? Lieber schon wieder HP. Weil ich sollte schon die 36 Stärke haben, damit ich mein Zeug eine nicht tragen kann. Hat jemand von euch noch 2 normale 3er Schmiedesteine? Nee, ich habe meine gerade verbraucht. Normale 3er. 2er. Was für welche brauchst du? 3er. Meine Achse, meine Hammer ist jetzt auf 8. So, ich hab 4 Stück. Meine Great Mace. Oh, ich dachte, hier kommt jetzt ein Gegner entgegen. Wie viele also. 2 Stück bräuchte ich. Ich wollte jetzt aber auch nochmal kurz in die Dingsens hier reinschauen. So, ich habe jetzt 5 Seelen. Mich wird es auf jeden Fall nicht schmerzen, wenn es schief läuft beim Boss.
Welcher Stufe habe ich denn die Waffe jetzt? Wird mir jetzt so nicht angezeigt. Achso, plus 8 habe ich schon. Aha, da ist auch jemand mit Fashion Stores beschäftigt. Yep. Gut, dann weiter. Ja, von mir aus. In die Burg. Zum Boss? Zum Boss. Zum Boss. Ich habe gerade nur 5 Seelen, also jetzt fühle ich mich sehr bereit, den Boss zu verprügeln. Ich glaube, ich habe 300 oder so. Ja, aber ist ja auch nichts. Nicht. Wäre nicht mal Stufenaufstieg zu Level 2. Ja, damit auch dessen, dass wir jetzt nun wissen, wo wir ganz leicht 20.000 Seelen herbekommen. Wenn es nicht rumbackt. Ah, das ist jemand anders markieren und die Mitnahme nirgendwo liegt. Oh, für mich war die Wand gerade halbwegs durchlässig. Weil ich mich aus Versehen nochmal kurz hingesetzt habe. Ah. Ja, dann lassen wir uns eine Runde verprügeln. Jo. Hallo! Hab das jetzt nicht unbedingt gleich so gewollt. Boah, ja, ich sag's doch cool. Hast du noch keinen Rott drauf bekommen? Ich hab nur einmal gekostet. Oh! Und ich schwebe. Ich schwebe auf! Und jetzt bin ich so gut wie tot. Ja, ich nicht, weil ich ein Schild hatte. Das war eine unglaublich coole Attacke. Ja, dummerweise fliegt der gerade so weit oben. Ich würde mit dem Atem nicht treffen. Jetzt. Wow. Oh, das brennt ganz gut. Fast, Martin, fast. Ja, musst du dich den Darmblick teleportieren, das war blöd. Ich glaube, jetzt ist er verrottet. Ja, du hast. Jetzt ich bin ich dummerweise tot. Weil ich brauche volles Leben, um die Attacke zu überleben. Schade. Ja, mit dem Knüppel knüppelt den ordentlich einer rein. Hey. Hallo, ich bin hier. Aber er hat echt Probleme mit dem Baum. Vielleicht will er sich den Drachenkopf gerade holen. Stell mir vor, wenn der jetzt ihn an den Arm dran hätte. Ja, ich glaube, das ist so gut wie gelaufen. Frank macht ihn jetzt hier solo. Blöder Chip Damage, den ich kurz vor der Attacke gekriegt habe. Am Rott gestorben. Pure Blood Night Battle. Oh. Nice. Wir haben keine Rune für bekommen. Nein, aber nicht.
Aber irgendwo sind sie. Irgendwo da draußen in dieser weiten Welt liegt eine Leiche mit mehreren großen Runen drin. Ein Stärke-Level. Das heißt, wir dürfen wirklich nichts, gar nichts vergessen, wenn wir diese Runen alle finden wollen. Aha. Oh, jetzt wir haben eine komische Mending-Rune schon, also das finde ich am merkwürdigsten. So ein Item, was man für die letzte Quest braucht, haben wir schon. So, man hat bei dir der Drache jetzt eigentlich einen Kopf? Nein. Okay. So, ich denke, es hat nicht ganz gereicht. Inwiefern? Mit Boss besiegen? Oder doch? Der Boss ist cool. Doch. Okay. Ich war ja nicht da. Achso, du bist weggegangen. Ich hatte gesagt, dass ich aufs Klo muss. Und der Zeit hat Martin gerade geschrien, dass er stirbt. Kann das schon mal untergehen. Nee, ich hatte am Ende noch einen Heiltrank gehabt und der Rot hat ihn erwischt. Ah, sehr schön. Ja, guck mal, unser Freund, der ist hochmotiviert. Ich will dich jetzt nicht beunruhigen, aber auf dessen Kopf du da rumtrittst. Der Typ lebt nach und läuft irgendwo da draußen rum. Er wird sich rächen. Aha. Hat schon ein paar interessante Sachen. Vor allem haben wir nicht das blütige Strömeschwert vorhin schon irgendwo getroffen. Ah ne, diesmal ist es ein Katana. Ist das überhaupt das gleiche wie vorhin? Der verkauft der Zeug, richtig. Ja. Oh, Rivers of Blood verkauft er. Und gekauft. Aha. Mir fehlen leider Arcane-Level. Ja, ich wünschte, ich hätte mich früher dran erinnert. Jetzt habe ich halt vorher alles in den Aufstieg gesteckt. Ich auch. Nein! Er verkauft meine Kapuze, die ich doch brauche. Die schwarze Kapuze. Okay, Mr. Edgelord. Hat der noch eine Seele? Ich hab eine Seele. Mal gucken, was er dafür noch von ihm kriegt. I can do, can I? Ash of War, Stormwall. Na, papp ich halt auch ein paar. Ich hab halt gar keine mehr. Ja, ich hab jetzt eigentlich auch keine mehr, glaube ich. Das sind 600 und das sind nochmal 800. Jemand möchte, dass du sagst, dass er eine hübsche Pilzbrust hat. Ich werde das überhaupt nicht mit irgendwelchen Worten. Ach, wir können mit der Pure Nightmare zum Moog jetzt schon. Er möchte, glaube ich, dein Pilzbruder sein. Nicht Bärenbrüder, sondern Pilzbrüder. Ihr seid die zwei Pilzbrüder. Ah, da ist vor allem noch eine große Geisterteillinie. Ja, und womit könnt ihr zum Moog? Ich hab nicht meinen Boss-Drop mitbekommen. Der Boss-Drop war keine Seele, sondern die Medaille, die du für den Abschluss der Quest mit bekommst. Damit das ist sehr viele Random-Gegner. Wobei, wir haben doch das Schwert der Ordnung bekommen. Hat das nicht diesen Wellenangriff drauf? Ja, hat's. Wir brauchen keinen Ort zum Cheap Farm. Wir haben einen anderen Ort zum Cheap Farm. Außerdem, wir wollen das Spiel nicht trivialisieren jetzt schon. Das heißt jetzt schon. Normalerweise macht man das bei Level 20. So, vielleicht. Ich habe ihn quasi fast leer gekauft. Nee, ich nicht. So viel Seen habe ich leider nicht mehr gehabt. Mach mal die Tür auf. Ich frage mich, was hinter dieser Tür sein könnte. Ist die Frage ernst gemeint? Nein. Gut. Yay. Seele. Wir waren ja schon hier. Ich weiß, dass wir schon hier waren. Was machen wir jetzt? Gute Frage. Aber wir haben das Spiel ja jetzt durch. Das war ja der Endgegner. Ach Gott, gleich zur Folterstunde. Wir könnten noch die Höhle am Strand machen, wo wir dann zur Halbmenscheninsel kommen. Ja.
Und dann Heroes of Grave. Also ich porte mal zur Kirche hier. Stimmt, den Boss können wir auch gleich machen. Jetzt sind wir ja so viel stärker, jetzt kriegen wir auch die Sternenbestie dort tot. Natürlich. Wir haben die kleine Sternenbestie, jetzt kriegen wir auch die große down. Ich glaube, die sind gleich groß. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Den wir es probieren. Den wir sie massakrieren, wollte ich sagen, aber damit kann ich auch leben. Ich würde nur behaupten, dass die Rotti Mond ist. Die letzte war es, glaube ich, nicht, also. Alle hier? Ja, ich bin ja da. Hallo. Ah! Ja, fast. Oh, was zum Teufel? Mich gerade mit einer Leiche beworfen. Ja, sie hat Rot. Nice. Warum nicht? Weiß nicht, was sie gegen dich ausgerechnet hat, aber da ist sie tot. Mit einem Horn. Hat nicht mal ein Item. Ach doch. Ritual Port und Sombos mit. Warum konnte es kein 3 sein? 3 wäre mir so viel lieber gewesen. Okay, aber der ist weg, wenigstens. Seit wann kriegt einer von euch das Item, was er haben möchte? Das ist mein Privileg. Ja, scheinbar. Ja, Heldengrab oder unten erstmal die. Ach komm, machen wir das Heldengrab. Wir sind hinter uns. Hinter uns. Wenn wir eh schon mal da sind. Ja, nochmal kurz Grass touchen. Bei dem seine. Hallo? Hä? Ja? Johannes ist mit dem Stuff gehört. Na, irgendwas mit den Typen quatschen, aber. Der kann einen noch irgendwo hinbringen, ich weiß nur nicht mehr wohin. Hallo Heldengrab. Ich meine, wir brauchen ihn nur nicht, wir haben ja schon die Medaille, die er uns geben könnte. Okay, ja genau deswegen braucht man den eigentlich nicht mehr. Wobei er uns halt eigentlich irgendwas anderes geben wird. Stimmt auch, oder? Und er gibt einen zwischendurch ja auch noch andere Items. Du hast recht, ja. Warum bist du jetzt schon runtergegangen? Weil ihr so lange gebraucht habt. Frank, das kennen wir doch schon mit dem irgendwo hinspringen. Ah, lol. Du hast ihn hochgerufen. Ich hab nee, du hast ihn.
Ich habe nee, ihn hab nicht hochgeschickt. rufen können. Du hast ihn hochgeschickt, meine Okay, ich. na, er wurde mir jedenfalls zwischendurch überhaupt nicht animiert, Ja, das aber heißt. wirklich. Schau die Hallo. ganze Zeit runter, es passiert nichts. Ja, ich denke drücke mir dann mit so. Zeit auf Y, um ihn zu rufen. Hast du genug Schüsse? Ah ja, hat er. So. So, ab jetzt kriegt der Gegner. Okay, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ah, sie sind noch da, oder? Ja, ist aber ganz gut so. Ich weiß zwar nicht, was gut daran ist, aber okay. Sie könnten noch irgendwo in der Pampa existieren. Ich glaube, ich bin zu spät losgelaufen. Ja, ich bin zu spät losgelaufen. Ja, stimmt, die Gegner, die normalerweise unsichtbar sind, sind jetzt alles Mögliche. Diesen Dungeon sind es noch nicht unsichtbar. Doch. Ja, Art hätte es noch geschafft. Da drüben ist eine Blume. Wir warten, bis das Ding hochfährt, damit wir mehr Zeit haben. Jetzt. Und jetzt kommt es wieder runter. Yep. Aber es könnte sein, dass es dann zu mir umdreht. Es kommt jetzt zu euch wahrscheinlich. Ihr kommt zu mir hoch. Und tritt jetzt wieder nach unten ab. Und fährt nach unten. Ich weiß ja tatsächlich nicht, ob ich mich hier runter droppen lassen kann. Oh. Jetzt ist es gerade bei uns vorbeigezischt. Ja. Sag mir mal Bescheid, wenn es wieder hochfährt. Es kommt gerade zum Midpoint wieder und nee, fährt nicht zu dir. Bleibt jetzt hier bei uns oder wie? Ja, ich denke mal, es wird mir folgen. Nope. Oder? Doch. Okay, ich bin jetzt nämlich auf der schmalen Brücke. Es kommt jetzt Richtung der schmalen Brücke. Aber glaube ich wieder runter. Es ist halt nicht, wie weit der nächste Safe Point weg ist. Mach ganz ruhig. Es eiert halt gerade bei uns rum, also. Ja. Boah, hier sind noch Gegner. Oh Gott, ich dachte, das ist eine Statue. Nein, das ist ein Gegner. Das ist so widerlich! Ja, es ist ein. Wo seid ihr eigentlich hin? Frank ich ist. Ich bin jetzt bei dem einen Bossraum. Eine Statue. Ausgewichen. Da ist eine Rüstung drin, die kannst du nehmen und dann rennst du einfach. Was? Ich hab hier jetzt eine wunderschöne Statue von Frank. Das ist richtig. Ich mache auch gerade das Vieh tot, was bei deiner Leiche steht. Ja, es hat mich einfach eiskalt. Ja, die Versteigerung hat mich auch ein bisschen schockiert. Ich weiß halt immer noch nicht, wo ihr hin seid. Also ich bin halt ganz unten bei dem Whale und keine Ahnung.
Wir sind halt nach rechts abgebogen, wenn du nach links abgebogen bist. Ja. Links ist der Boss, rechts ist ein Item. Kann man dieses blöde Welsding nicht auch irgendwo töten? Nicht in diesem Dungeon. Es kommt jetzt wieder zum Mittelpunkt. Das ist schlecht. Ja, weil ich mich jetzt auch wieder in Richtung Mittelpunkt bewege. Ja, aber ich muss ja auf jeden Fall auch noch zum Item. Oder war das gerade das Odi? Nee. Ich sehe jetzt Frank. Und das kommt hier runter. Ja. Jetzt fährst du da hoch. Achso, hier ist das Ding, wo du runtergesprungen bist. Da ist über so eine zweite Zwischenebene, wo wir noch nicht drauf waren. Da war es eine riesige Hand, weshalb ich da nicht drauf gegangen bin. Das war wo ist hier was? Ich bin hier noch wenn du nach, runtergesprungen. Wenn du hier hoch guckst, siehst du da so eine Zwischenebene. Achso. Hier so gerade hoch. Und auf der Zwischenebene kommst du vielleicht runter, wenn du von der Brücke an der richtigen Stelle runterspringst. Da sind auch ein paar Items mit Gegner. Aber als eine Hand war, wollte ich die Solo machen. Achtung! Ich komme! Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt versuche, das Item zu holen, werde ich ja sterben. Ach. Vorsicht! Ist doch bescheuert. Könnten wir nicht einmal in dieselbe Richtung laufen? Du bist doch falsch abgebogen! Ja, ich konnte doch nicht wissen, wo Remi ihr lauft. Wir haben nur gesagt, wir gehen nach oben. Ich war tot. Ich hab da oben ein Item verpasst jetzt. Oh, das ist eklig. Wir haben da oben noch andere Items verpasst, Martin, das machen wir auf der zweiten Runde. Das darf nicht nach unten gehen zum Boss, nein, da ist nämlich noch eine Zwischenebene, wo Zeug ist. Ach, dass wir dieses Ding nicht loswerden können. Upp, nicht in diesem Dungeon. Dafür ist es hier ja aber auch nur eins. In dem anderen, wo es dann yep. mehr sind, da kann man es halt loswerden. Gut, ich bin beim Boss. Ich glaube, das ist noch eins hoch zum Droppen lassen. Die Nightcave Armor ist ganz cool. Ja, jetzt ist es zumindest für, ich hab's mir nicht angeguckt, für Janis ja sicher da oben rum zu rennen. Ja, mindestens ist sie bei uns. Weil der. Das passt gut mit Fias Hood zusammen, weil es sieht aus, als würde es zusammengehören. Fashion Souls. Die dunkle Kavalierrüstung, die hier. Yep. Yep. Ja, ist nicht mein Style. Wie wär's mit dieser Rüstung? Ist das Vieh gerade wieder zu euch runter? Ja. Zu uns, ja. Da, wo du hin willst, ist das Ding. Ja, jetzt wollte ich eigentlich erstmal wieder hoch, um das Item zu snacken. Kannst du das ja tun. Das Ding eiert bei uns rum. Ja, jetzt ist gerade sicher. Ich bin ein normaler Reisender. So, wie weit geht's denn hier überhaupt hoch? Ah, okay, der ist ja da. Wir haben auch keine Seife gefunden, um uns mal sauber zu machen. Hallo, ich bin hier durchaus sehr reinlich. Der Rott verteilt. Ja, man macht ja jetzt hauptsächlich jemand anderes. Ich benutze häufiger jetzt schwarze Flammen. Ach so. Dip, dip, dip. Vorsicht! Wahrscheinlich zu nah. Oh, scheiße, der Wagen kommt zu mir. Weiß noch nicht, ob er umgedreht ist und wieder runterkommt. Er ist wieder runtergefahren. Ist er wieder bei uns, jetzt dreht er wieder und fährt jetzt wieder nach oben. Mal hier dran horchen, was für ein Boss dahinter ist. Er fährt wieder runter. Er wendet. Und weg ist er wieder. Endet und kommt wieder unter.
Jo. Er wendet wieder und fährt wieder hoch. Lauf, lauf, lauf. Ich bin da. Gut, auf zum Boss. 2 Monate später. Aha. Bristallions. Ah. Welch ein Glück, habe ich einen Hammer ausgerüstet. Wurde Frank gerade one-hitted? Ja, das hat mich gestaggert und dann umgebracht. Das ist gemein. Aber naja, was soll's. Ihr macht das. Warum zur Hölle habe ich nicht genug Mana für die Karten Möhren, obwohl ich... Ach, weil ich einen Fluch auf mir habe. Okay, ich werde ständig beim Trinken unterbrochen. Das ist nicht so geil. Hast du die Parfümeure? Nee. Scheinbar nicht. Ich fürchte. Ja, ich fürchte, ohne meine Keule wird das ein bisschen dauern. Ich habe übrigens fast keine Magie mehr, weil ich diesen anderen Gegner töten musste. Ja, wir sind am Arsch. Das war der falsche Zauber. Das war auch wieder falsch. Das macht gar keinen Schaden, gut zu wissen. Ah, ich bin tot. Ich glaube, die Magierin ist das größere Problem. Ja, der mit dem Speer ist nervig. Aber nicht ganz so nervig. Weil er sich staggern lässt. Ja, ihr habt ihn einmal critten können, danach hat sie die staggern. Ah. Aber ich habe beide einmal gekriegt. Dann hätte der andere wesentlich mehr Lebensmittel verloren. Also. Hätte er gar nichts verloren, das Stab. Nee, der mit dem Stab, den habe ich nur einmal ganz normal mit dem Dolch gebackstabbt. Nein! Frage ist, warum macht dein Schwert so viel Schaden? Weil auch sein, dass Dolche einfach nicht gehen. Weil er einmal erfolgreich backstab wurde mit seiner Animation. An Marikas Pfahl. Mhm. Oh, direkt hier unten ist ja praktisch. Ja, genau. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwie ein bisschen mehr Arkan-Widerstand krieg. Stimmt, das könnte man austauschen. Okay. Wird schon. Bereit? Ja. Bin schon drinne. Gegen mich.
okay, das macht einfach allgemein keinen Schaden, gut zu wissen. Nein, nicht meine drollige Bande! Und Deutsche machen auch keinen Schaden, gut zu wissen. Also mache ich einfach gerade keinen Schaden. Jetzt mit deinem durch Schaden machst gegen den. Nein, der war doch vorher auch. Mal. Nein, der war nicht gebrochen. Nee. Also ich würde es ja probieren, aber der. Ah, kotze leck. Dafür gesorgt, dass ich nicht das Richtige ausgerüstet habe. Na, ich mach trotzdem keinen Schaden. 30 pro Hit. Aber mehr als 10. Naja. Meine Fresse! Los, Trompeter, du schaffst das! Nein! Ups, shit. Aber jetzt kann man staggern. Endlich. Yeah. Regenbogensteine, das ist bisher mit Abstand das Nutzloseste, was wir gekriegt haben. 15.000 sehen aber. Ja, lasst uns nicht hier rausgehen, sondern rückwärts und dann an der Einstelle runterfallen. Frank leitet uns, er wird schon wissen, was er meint. Jetzt, wo der Karren weg ist. Ist der Karren jetzt weg? Sind die Gegner? Weil wir alle gestorben sind. Ja. Gibt nur einen Weg herauszufinden, ob der Karren weg ist. Der sollte nicht weg sein. Er ist nicht weg. Der sollte am Anfang vom Dungeon sein. Da ist er nicht. Ja, ist er. Ich mach mal Licht an. Oh, vernünftig. Ja, ich bin zu spät losgelaufen. Vorsicht, Karre. Oh. Oh, fuck. Achso, dein Grund ist wieder runter. Oh. Ich hab keine Ahnung, wo Frank hin ist. Die Brücke rum. Scheiße! Oh, scheiße. Okay, ich warte hier einfach mal. Brücke rechts runterspringen. Die Hand hat mich da aber leider gerade runtergeschubst. Bei mir war es halt so, dass er nur die Brücke hochgefahren ist und dann umgedreht ist. Und jetzt sind wir hier. Ja, ganz toll. Ganz unten? Ja, wir sind oben gespawnt. Okay. Der Dings ist gerade auch oben. Ja, ja, weil ich jetzt wieder hier oben bin. Lol, da muss man. Ja, Hand kann ich aber von hier nicht abschießen. Bei ihm habe ich auch keinen Mana mehr. Nervige Drecksding. Bei allem. Ja, weiß halt nicht. Rasten konnten wir aber nicht. Da unten gab's ja keinen Rastpunkt. Aber ich warte jetzt wieder, bis er hochfährt. Oh, Bogenschütze. Nein, nein, nein. Auf Boden. Oh, das war knapp. Oh Gott, fast verfehlt. Oh Gott, die Kackhand! Kommt.
Wohin? Unterwegs, ich helfe dir. Ach, ihr seid. Das, sag doch, dass ihr runterspringt! Ja, ich warte doch nicht auf den Kackkarren! Ja, jetzt kam dieser scheiß Taurus auf mich zu. Hat mich weggekloppt und dann wollte ich von dem weg und dann kam der Wagen halt zu mir. Ja, dieses. Ja, du kannst ganz einfach runterspringen. Ja, jetzt bin ich oben bei der Gnade. Ja. Ja, er fährt halt jetzt hier unten rum. Dieser Dungeon. Fuck! Moment, ich rüste den Bogen aus. Auch dabei. Ich bin nicht stark genug, um auch nur einen einzigen Bogen zu verwenden. Aber habt ihr keine Pfeile und dabei? Der Wagen kommt nach oben. Jetzt fährt er runter. So. Gegner hier in der Ecke? Überhaupt nicht bei dem drüber, Wolf, ja. Der stärkeren Wölfe. Auf auszuweichen. Ich komme hier halt nicht an dem Wagen vorbei, weil der eine super kurze Route patrouilliert. Ja. Ich glaube, das muss man so machen, dass ich dann irgendwo nochmal hingehe, wo er eine lange Route fährt, damit ihr da hier rein. Wir clearen hier erstmal. Hier ist überraschend viel noch. Du bist nach links gelaufen, oder? Ich bin kurz zurück. Hab eine Wand angehauen, die verdächtig aussah. Ich will gar nicht wissen, an wie vielen unsichtbaren Wänden wir schon vorbeigelaufen sind. Drachenklaue. Verdammt. Das ist der Drachen-Commune-DPS-Spell. Fährt der Karren immer noch an der Stelle Kreise? Ja. Tut er. Folgt er dir, oder? Der macht halt nur in dem Gebiet, wo ich reinspringen muss. Und nein, ich stand auch schon weiter oben auf der Strecke, dass er da hoffentlich hochfährt. Nee, er ist halt auf mich fokussiert. Ah, jetzt fährt er hoch. Why ever. Wahrscheinlich, weil den Ort, den wir jetzt erreicht haben, tiefer drinnen liegt. Also normalerweise würde hier ein Ambush sein, aber ich glaube, die Gegner können nicht hochklettern, die hier waren. Und sind dann totgestürzt. So, ich müsste jetzt nur mal eine Routenangabe bekommen, wo ich langlaufen muss. Gerade durch. Siehst du diese dünne... Bist du schon unten? Ja. Okay, dann einfach gerade durch, wie er sagt. Und an der einen Kreuzung nach links abbiegen, um den Zauber aufzugabeln. Was ist das? Ersten Kreuzung nach links? Ja. Okay. Aber das war's anscheinend auch hier schon. Normalerweise ist hier halt ein Backstab-Teil, was dich halt versucht zu killen. Ja, warten wir jetzt mal. Dass das Lost Child auch angekommen ist. Genau, hier unten ist auch noch was. Ja, Tatsache, ich sehe Gegner da unten. Gucken wir erstmal oben, würde ich sagen, und dann springen wir runter. Da war ja noch ein zweiter Gang. Was ist los? Meine 20.000 Seelen liegen halt noch da oben. Naja, ich bin ja gestorben an der Walze. Und ich konnte jetzt auch, sonst wäre ich der Widerster. Nein, ist das alles. Dann geht's weiter runter nur noch. Okay. Dann gehen wir weiter runter. Dann pass einfach auf dich auf, dass du nicht stirbst. Und dann müssen wir weiter sein. Deswegen hüpft ihr mal als erstes da runter. Okay, ja. Schon dabei.
Ist aber. Halt den Teil. Ist ziemlich langweilig hier, wenn die Gegner, die normalerweise hier sein sollten, einfach in den Tod gestürzt sind. Ja, es ist, hat manchmal Nachteile, aber irgendwie ist es auch der Gedanke witzig. Ich glaube, du musst den Schalter hier betätigen. Achso. Ah. Ist da unter irgendwas? Nein. Sollen wir jetzt nicht da hochkommen, wo direkt das Ding über uns drüber fährt? Meines FromSoft bin ich. Aha. Ja, nicht ganz. Serpent Bone Blade. Ich muss nochmal den Nerven zu kriegen. Ah ja, genau. Das ist hier der Punkt. Ich gehe mal hoch, um es versuchen abzulenken. Nee, ich es ist. Ab davon. Es ist nur hinter mir her. Ist es? Ja. Oh. Und das gleiche hat der vorhin halt gemacht und. Jetzt fährt er runter. Nee, aber auch nicht die ganze Strecke. Und das war das, was mich vorhin gekillt hat. Wo ist da der Reihenweg dort vorne? Ach, scheiße. Er ist gerade auf mir, habe ich das Gefühl. Nein, er ist nicht auf dir. Und das waren meine 20.000 Seelen. Jetzt ist es mir auch egal. Ich würde es nach oben gesollt, um da runter zu springen. Weil er war ja hier unten rumgefahren. Ja, und dass er halt nicht ganz runterfährt, ist halt der Kack. Wir hätten noch porten können und dann runterlaufen. Jetzt ist es egal. Jetzt ist es egal. Ihr habt ja eure 20.000 Seelen noch, ist in Ordnung. Fuck. Was? Fährt das Ding bei dir jetzt auch halb durch die Wand? Ja, das hat mich gerade durch die Wand, ist durch die Wand gefahren und hat mich getroffen damit. Okay, wollen wir uns einfach hochporten? Ich bin dafür. Welches Ziel habt ihr ausgewählt? Ich glaube, ich habe das falsche genommen. Direkt da, wo du daneben stehst. Ah, okay, jetzt kriege ich es hin. Ich habe es aber auch erstmal gesucht. Einer von den drei Flecken, die da sind. Ja, ich glaube, ich hatte das falsche ausgewählt. Ah, es ist ärgerlich. Ist es auf jeden Fall. Naja, letztlich ist es auch nur ein Level, aber. Das ist richtig. Mich aber es ist halt auch ein Level. Mich nervt eher, dass es sich so seltsam verhalten hat. Das ist das, was mich in der Geschichte nervt. Ja, ja. Wir hätten eher auf die Idee kommen können, einfach zu supporten. Und dann. Ja, der hätte nicht viel geändert. Der hat sich vorher auch schon leicht verdächtig verhalten. Ja. Sag mal, ganz im Ernst. Wir haben nicht gefunden, was diese Geräusche von sich gibt. Er ist, Moment, wir können das herausfinden, weil es muss ja hinter dem Turm sein, oder? Stimmt. Wo gehst du hin? Nach oben. Gehst du wieder zurück in Toriel? Naja, weil wollte nochmal die zwei Gegner unten machen. Dann nicht, dass sie respawned sind. Aber nice try mit deiner Ausrede. Lass mich doch einfach doch mal da hinschauen, weil ich mir nicht merke, was das für ein komischer Gang ist. Den geht man halt nur einmal im gesamten Spiel. Muss ja hier am Strand stehen, ne? Technisch gesehen, ja. Es ist ein Drache. Ja, es ist ein Drache da unten am Strand. Was ist denn du denn Drachen? Da unten am Strand? Ja. Aber ich würde sagen, es ist nichts mehr für heute. Wir haben schon 21 Uhr. Ja. Ich wollte eigentlich auch schon seit einer Weile. Naja, 20 Minuten, 30. Aber passt noch. Ja, das nächste Mal können wir ja die Drachenkommunion rüberreisen. Jupp.
Aber hey, wir haben es immer nicht geschafft, eine große Rune aufzutreiben. Stimmt, wir könnten mal in dem Ding vorbeischauen, ob die Tür offen ist. Welche Tür? Kann man machen. Ja, wir haben jetzt einen Endboss besiegt. Einen der Endbosser. Wo ja, ist? Wobei es halt um die Runen geht. Wo ist Table of Lost Grace? Unten. Na, links, Table Round. Ach so. Weil auf Deutsch heißt es halt komplett anders. Also von Table of Lost Grace wäre ich nicht auf die Tafelrundfeste gekommen. Nö. Nee, ist also erst mit zweien offen. Es geht um die Runen, nicht um den Gegner. Meinst du? Brauchst eine große Rune, ja. Gideon ist auch nicht offen. Ah, weil wir keine große Rune haben. Es kann sein, dass wir jetzt ewig hier nirgendwo hinkommen, weil wir keine große Rune finden. Aber wisst ihr, wer der ist? Wer? Unser allerliebster Zauberer. Ach so, aber der sollte nichts anderes haben, oder? Er hat halt Texte. Ah, I apologize, son. Ja, er hat Texte. Er hat die schwarze Klinge. Hast du dir nicht schon gekauft? Ja, doch, scheinbar. Bin jetzt. Oh, ich konnte ihn sagen, dass ich Godrick besiegt habe. Ich lüg. Du hast zwei Heiligfett bekommen. Ich lüg den Typen im Prinzip an. Okay, mehr bekommen wir von dem Menschen nicht. Ja gut, aber gucken wir mal, wenn es nächste Mal wieder geht, wa? Jo. Mittwoch? Donnerstag? Na, Donnerstag ist wahrscheinlich Pen and Paper. Okay, dann Mittwoch? Von mir aus? Könnte passen. Gut. Dann zünde ich mich hier noch ein bisschen auf den Runenhaufen an. Und sag mal Tschüss. Jupp. Ich will vorher Tschüss machen. Nein, falsche Taste gedrückt.